Monza. Das Anbremsen auf Kurve 1 auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in der Lombardei ist das härteste und längste Bremsmanöver des gesamten Rennkalenders. Die Boliden werden hier in 2,8 Sekunden von 350 auf 80 km/h verzögert. Die Bremsscheibe erhitzt sich innerhalb von 0,5 Sekunden auf 1000 Grad und es werden über 1000 PS in Hitze freigesetzt. Bremskräfte in der Formel 1 sind enorm, deutlich extremer als das, was wir beim Beschleunigen spüren. Wir haben da Verzögerungen von bis zu über 6 G und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass da beim Bremsen ein Kleinkind am Kopf hängt, also ein Gewicht von gut über 30 Kilo. Um diese enorme Leistung sicherzustellen, wird in der Formel 1 auch für die Bremse der Werkstoff Carbon verwendet. Die gewaltigen Verzögerungswerte werden jedoch nur in einem engen Temperaturfenster erzielt. Entscheidend ist die sogenannte Soak Temperature, die Temperatur zu Beginn des Bremsmanövers. Diese muss zwischen 450 und 650 Grad liegen. Die Temperatur der Scheibe wird überwacht. Hier gibt es so einen Infrarotsensor, der ist an jedem Rad dran. Das heißt, jede einzelne Bremsscheibe wird temperaturmäßig überwacht. Wird natürlich auch die Temperatur der Umgebung überwacht, also gerade Bremssättel wird auch mittels Temperatursensor wird dort die Temperatur gemessen. Insgesamt werden an 22 Sensoren Informationen über Hitze, Druck und den Weg der Bremse gemessen und in Echtzeit an die Box übermittelt. Nur so können die Ingenieure den Verschleiß und somit die Funktion der Bremse überwachen. Wenn wir während des Rennens sehen, dass da ein Problem auftritt, dann wird der Fahrer instruiert, ich sag mal, entsprechend vorsichtig zu sein. Das heißt, das Erste, was gemacht wird, ist in der Regel, dass man die Bremsbalance verstellt. Wenn wir zu viel Schleiß an der Vorderachse hätten, würden wir die Bremsbalance mehr nach hinten verstellen. Der Fahrer müsste dann den Fahrstil ein bisschen anpassen. Reguliert wird die Temperatur der Bremse durch die Bremsbelüftung. Die Lufteinlässe der Bremsen steuern, wie stark die Bremsen herunterkühlen. Hier beginnt ein komplexes Zusammenspiel zwischen Aerodynamik und Bremsbelüftung. Je größer die Öffnung an der Bremse, desto geringer der aerodynamische Abtrieb. Der Abtrieb wiederum hat einen entscheidenden Einfluss auf die Bremswirkung. Also es ist so, dass in der Formel 1, wenn man nur vom Gas geht bei hoher Geschwindigkeit mit recht viel Abtrieb, es so ist, als würde man im normalen PKW eine Vollbremsung machen, also ein bisschen mehr als 1G. Da in der Formel 1 nichts dem Zufall überlassen wird, muss vor jedem Rennen das perfekte Zusammenspiel von Aerodynamik und Bremsbelüftung simuliert und getestet werden. Erst wenn eine Kombination sich im Computer bewährt hat, kommt sie in den Windkanal und anschließend auf die Strecke, um die perfekte Rundenzeit zu erzielen.